Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft News. In einer meiner letzten Folgen Jump League habe ich euch gefragt, ob ihr wieder die Minecraft News auf meinem Kanal sehen wollt. Das Feedback war gut und ich melde mich zurück. Minecraft Nero soll es heißen. Das neue Projekt, welches in meinen alten Newsfolgen noch unter dem Namen Hero 2 bekannt war, startet am 24. April. Gespielt wird das Modpack Nevermind 2. Dabei sind GamersTime, Zander, Dena, Izzy, Revi und Mr. Morgame in der Stadt Rot. Umgespielt Herr Bergmann, Zombie, Maudado, Trubo und Delay in der Stadt Blau. Paluten, Sturmwaffel, Peterle, Pixelwolf, Rotpilz und LP mit Kev in Stadt Gelb. Und Grandcrafter, Gommel, Stegi, Patrit, MC Expert und ich Gilo in Stadt Grün. Gestern endete ein großes Twitch-Projekt, der 30-Tage-Stream von Ungespielt, Zander, Nicht-Ilo und GamersTime. Viel ist passiert, unter anderem hat sich GamersTime gezeigt. Gestern haben dann einige ihr Fazit zum Stream-Event auf YouTube hochgeladen. Wir schauen mal bei Zander rein. Auch wenn ich jetzt die positiven Aspekte noch nicht besprochen habe, ich fand das Event so geil, ich habe es so gefeiert und selbst wenn es so viele negativen Dinge gab, die ihr wahrscheinlich teilweise auch mitbekommen habt, ja, war das Event einfach aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Nachdem uns vor ca. 3 Monaten der Spielmodus Minecraft Core auf gommahd.net vorgestellt wurde, gibt schon wieder Nachschub. Minecraft Molecraft heißt der neueste Spielmodus auf dem Gomme-Server. Dort schlüpfst du in die Rolle eines Maulwurfs und versuchst deine Gegner zu töten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spielmodus haltet. Übrigens ist Teamen verboten, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Es geht darum, oh, es wird schon dunkel, bevor sich noch welche beschweren, lieber schnell mal eine Fackel setzen. Es geht darum, dass man die anderen Spieler, die 15 anderen Spieler, alle aufspürt und tötet. Ja, und der letzte Überlebende hat somit das Spiel gewonnen. Und, oh, habt ihr es gerade gesehen? Wir wurden getauscht. Das erinnert mich so wenig gerade an Endergames. Das war's dann auch schon wieder von einer heute etwas kurzen Folge der Minecraft News. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst eine positive Bewertung da und schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.